Ihr wisst, ich stehe da so drauf auf diese Dreier. Kelvin und sein Klein. Haben wir auf jeden Fall ein paar Sorgen weniger. So. Seelischer Mülleimer. Mir war das gar nicht bewusst, dass es so hart ist. Stress bei Schatzi und Schatzi. Dann hast du definitiv den falschen Partner. Es geht wieder rund auf der Insel der Versuchung. Schmerzgrenze erreicht. Time out, fucking, fucking time out. Meine Zusammenfassung der 5. Folge. Ja, ich kann das reden, du Missgeburt. Hier kriegt ihr alle Fakten. All inclusive. Magst du das angucken? Eigentlich will ich das nicht sehen. Zu spät. Da müssen wir jetzt durch. Und willkommen zurück zur 5. Folge Temptation Island VIP. Extremst auf Körpersprache, auf die Hände und du guckst dir auch erstmal Sachen an. Genau. Dann schauen wir uns mal Körper an. Was denn da? Wunderbar, Halleluja. Easy going. Die Frau ist mir in keinster Weise eine Gefahr. Ist Julia's Date eine Gefahr für Ludwig? Das ist schon krass. Boah. Ist das Massage oder Streicheln, was du gerade machst? Das ist so beides. Sie ist auf keinen Fall unknackbar. Gib mir ein bisschen Zeit. Boah. Für Willi scheint die Gefahr größer als für Ludwig. Aber der ist ja nervlich auch schon am Ende wegen einem Glas Nutella. Ist so. Mir war das gar nicht bewusst, dass es so hart ist. Aber erstmal zurück zu Ludwig. Jetzt habe ich sie wieder so gesehen, wie ich sie kenne und wie ich sie liebe, wie ich sie über alles liebe. Was lieben wir beim Willi? Dramatische Aussagen. Schmerzgrenze wäre bei mir auch hiermit erreicht. Schatzis, Schmerzgrenze erreicht man mit der Geburt. Wenn ich mir vorstelle, ein Kind jeden Tag um mich zu haben, kann ich mir vorstellen, dass das mich nicht erfüllt. Verständlich. Weniger Zeit zum Influenzen. Jeder sehnt sich eigentlich danach. Die Steffi sehnt sich nicht danach. Wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Komm, Angela. Ohne Tränen lassen wir Schatzi nicht vom Feuer. Aber glaubst du nicht, dass das irgendwann für dich dann doch ein Problem sein wird? Weil Kinder ist wirklich das Schönste, was auch eine Liebe hergibt. Wollen wir hoffen, dass Schatzi nicht das RTL-Programm kennt? Kinder ist wirklich das Schönste. Da bin ich einfach so, ich liebe diese Frau so sehr und ich werde auf Kinder auch verzichten. Er kennt es wohl, das Programm. Ansonsten besteht ja noch Hoffnung bei Schatzi auf Altersdemenz. Frauen können auch ihre Meinung ändern. Okay, Kinder kann ich mir keine vorstellen. Wir werden da irgendwie eine Lösung für finden. Wenn nicht, findet die biologische Uhr tick, tick, tick die Lösung. Auch Willi hat eine Lösung gefunden. Sollte mir wirklich mehr Zeit für ihre Seele nehmen. Sie kann nicht immer nur Mülleimer sein für meinen Mist. So viel Einsicht ist dem Kelvin scheinbar zu viel. Dem geht schon viel nach, wenn einer so sagt, ja, ach, die dicke Willi oder so. Wie schützt sich ihn immer? So süß zu mir. Was Angela an Dramatik verpasst hat, holt Jasmin nach. Ich will definitiv niemals Kinder haben. Ja. Okay. Ganz sofort. Dann hast du definitiv den falschen Partner. Und auch Ludwig hat in Julias Drama School gut aufgepasst. Er hat versucht, sie zu küssen und sie hat versucht, ihn zu küssen. Der hat sie geküsst. Das war auch. Das stößt beim Kelvin natürlich auf fruchtbare Boxershorts. Das triggert das, verstehst du? Das bringt mich zum Boden einfach. Maria, Maria hat auch schon das Trostprogramm. Nein, ich schlafe bei dir nicht, weil so viele Frauen bei dir schlafen. Mit jungfräulicher Bettwäsche steht dem Beischlaf aber keine im Weg. Ey, mega nice. All inclusive. Und mit all meint sie auch all inclusive. Aber sei auch nicht böse, wenn ich ein bisschen mit anderen Mädels auch sprechen muss und so, ne? Ja, natürlich nicht. Ich will mir auf jeden Fall noch massieren. Schatzi weint. Meine Angst ist immer gewesen, arbeiten gehen zu müssen. Dass der Julian irgendwann zu mir kommt und sagt, ey Steffi, sorry. Ich habe einen Termin bei der Berufsberatung für dich. Ich kann nicht ohne Kinder, es ist immer da gewesen. Ach ja, das auch noch. Arbeiten und Arsch abwischen bei Schatzi Junior. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Ja, jetzt aber erstmal was entspannen.
Spannendes. Ich kam mir vor wie in einem VIP 18.000 Sterne Programm. Stellen wir erstmal den Masseur vor. Ich bin Musti. Also ich setze manchmal meinen Körper ein, um die Frau dann halt anzusprechen. Ja, wie sonst? Ohne Körper geht er schlecht. Der Typ hat kranke Sexfantasien, meiner Meinung nach. Und er steht so krass drauf, wenn Mädels vor ihm rummachen. Nein, er meint nicht Musti, sondern Ludwig. Ich find's grundsätzlich einfach sexy, wenn Frauen miteinander ein bisschen rumspielen. Gegen Spielen ist ja auch nichts zu sagen, oder? Ist schon willig, der ist horny drauf. Wenn dann die Mädels vor ihm rummachen, der Typ, der dreht ja durch. Für alle, die sich fragen, wie hält sich Siegels Julia so lange im Promi-TV? Ich bin Künstler von Smalltalk und beherrsche Smalltalk, der nicht langweilig ist. Nasenkitzler-Nachhilfe ist gewiss nicht langweilig. Danke, Julia, für diesen Moment. Das ist quasi wie bei der Frau vorne der Bereich. Oh. Es wurde sich auch über Lippen unterhalten. Nein, nicht die. Schaut euch das bei TV Now an. Die Damen begutachten derweil das sauber, ordentliche, aufgeräumte Zimmer von Calvin. Maria hat komplett aufgeräumt. Alles ist frisch, neues Bettbezug. Und sie nicht da. Was für eine Ironie. Noch ist gut lachen, wie bei einem Tanz auf einem Vulkan. Guck mal her. Nee, jetzt bleibt er da. Heute ist genug Musik gespielt. Die Musik wird hier gespielt, Hanni. Heute ist wirklich genug. Ein letztes Mal Luft holen, bevor der Vulkan ausbricht. Sie geht raus, sie hat mich beleidigt. Sie geht raus. Sie soll rausgehen. Ich sag hier nichts dazu. Nee, ihr müsst sie soll rausgehen. Das ist so. Ohne Calvins Machtwort beginnt die Lava zu spritzen. Du kannst auch rausgehen. Du kannst mich mal. Alle sie verkauft. Hat gerade gesagt, dann doch fucking care. Und es wird immer heißer. What? Hallo, time out, fucking time out. Ja, yeah, okay? Seriously. Haltet mal alle kurz die Klappe. Was ist euer fucking Problem? Das Problem ist, dass ich mir wie in einer amerikanischen Assi-Talkshow vorkomme. Okay, die Deutschen können das auch, wenn auch nicht so asozial vollendet wie die Amis. Are you serious? Ja. Kannst du Deutsch reden? Ist ja, ich kann Deutsch reden. Du bist geboren. Ich hab Bock drauf. Ja, Calvins Kleinen vergeht die Lust. Ich muss hier keinem irgendwie Rechenschaft schuldig sein für das, was ich hier tue, ja. Erinnerst du dich an Roxy? Der mit den kleinsten Schockszenen. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Macht daraus das größte Drama. Ich kann das eigentlich immer noch nicht glauben, was ich da gestern gesehen und gehört habe. Willi, das kannst du doch dramatischer. Oh, Scheiße. Wenn ich diese Frau verlieren würde, dann würde ich den Boden unter den Füßen verlieren. Wie gut, dass du sitzt und Calvin steht, der Kleine. Ihr wisst, ich stehe da so drauf, auf diese Dreier. Auch stolz auf mich auf jeden Fall, dass ich hier standhaft bleibe, nicht zu weit gehe irgendwie, nicht schwach werde. Und wohlgemerkt, er redet über sich, nicht über den Kleinen. Mein größter Traum war nicht zu heiraten. Mein größter Traum war auch nicht eine tolle Frau zu werden. Mein größter Traum war einfach Kinder zu haben. Genügend Frauen sind doch da, also das Problem gäbe es nicht. Und RTL hätte auch nichts gegen ein Temptation Island, Baby. Wenn sie sagt wirklich, sie will keine Kinder und das ist, dann würde ich das wirklich akzeptieren. Verdammt, eine Dramaquelle am Versiegen. Was machen wir jetzt? Fragen wir Willi. Leg die Bilder noch mal parallel miteinander. Das ist the same situation, ja? Das ist die gleiche Situation. So haben die sich kennengelernt. Sag mal, wie billig muss die Frau sein? Maria ist nicht billig, sondern explosiv. Die anderen Mädels nicht beleidigen. Guck meine Augen an, ist das dein Ernst? Wie ist denn, was bin ich denn dann? Ist das dein Ernst? Ey. Nur weil ja. Sie kann austeilen. Aber einstecken ist nicht Miss Machos Glanzleistung. Treffen mich alle an, weil ich stark bin, denkt ihr euch? Wie stark ist sein Eindruck auf Roxy? Ich habe den Eindruck, dass Roxy doch durch ihre Blicke sehr viel sagt. Die sind doch sehr intensiv. Was sagt sie dazu? Wenn ich jetzt noch mehr habe Dates, wird's schwierig. Was sie sonst noch zu sagen hat, bald hier auf meinem Kanal. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Ich habe ihm im Großen und Ganzen auf jeden Fall vertraut. Ja, was ich mit dem Vertrauen bereue. Jetzt aber erstmal zurück auf die Insel. Jay triggert mich extrem. Einfach in vielen Punkten so, auch wenn es nur manche Blicke sind von ihm.
Calvin weiß, wie man Probleme klein macht. Heute werde ich meinen schleudern. Dann geht's mir besser. Und dann haben wir auf jeden Fall ein paar Sorgen weniger. Ließen sich doch alle Probleme so leicht lösen. Ich bin gerade kurz davor und dann Temptation. Wie hat's euch gefallen? Fandet ihr Calvins Solo-Nummer gut? Wie findet ihr die Dramatik zwischen Calvin und Roxy? Und dieses Schatzi-Drama, ist es wirklich ein Drama oder muss man einfach mal vernünftig nochmal drüber reden? Ciao, Kakao. Also kommentieren, abonnieren. Ciao, Ragazzi. Noch eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde.